willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ja. Dieses Video ist heute nicht allzu lustig, heute geht es einfach um das Thema Fake Friends. Ich habe einige negative Erfahrungen leider selber tätigen können, ich möchte aber nicht, dass ihr, beziehungsweise euch das Falsche, das Gleiche passiert. Deswegen ist es mir unheimlich wichtig, heute diesen Real Talk herauszuhauen. Ich habe leider einige negative Erfahrungen mit alten Freunden gemacht, die jetzt gefühlt Fremde für mich sind, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Und es ist mir einfach unheimlich wichtig, diese Message zu verteilen, dass ihr gewarnt seid, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich, dass ihr die gleichen Warnzeichen ernst nehmt. Und ja, auf jeden Fall geht's los. Es war schon immer so, dass ich komische Freunde hatte. Also das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen ja, strange an, aber es ist einfach so, ich hatte schon immer komische Freunde, die nicht langweilig bei mir geblieben sind. Das waren immer so kurze Freundschaften, die aber jetzt nie wirklich so mehr als ein Jahr, manchmal sogar noch kürzer, bloß waren. Und wir ziehen das jetzt hier auch an Kart durch. Ich denke mal, so ein Real Talk einfach mal umgeschnitten ist auch cool zum Gucken so. Deswegen, ich rede jetzt einfach freien Lauf, lass meinen Gefühlen freien Lauf. Und ja, es fing schon an, wo ungefähr ich die 10. Klasse beendet habe, ja. Bis dahin war ungefähr alles in Ordnung und dann ging das so langsam los. Man hatte Stress bekommen mit einem Freund. Das Komische ist daran, ja, wenn man mit ihm die Freundschaft dann beendet, wenn man irgendwie Stress hatte, es lief zusammen nicht mehr so, dann ist das okay. Aber Freunde, andere Freunde von mir und Freunde von ihm haben sich dann quasi auf seine Seite gestellt und wollten mit mir auch nichts mehr zu tun haben. Also das haben sie nie offiziell so gesagt, aber ich nehme es einfach mal so an, weil seit dem Streit meldet sich der eine Freund halt nicht mehr, mit dem vorher alles gut war. Deswegen, das sowas finde ich einfach nur mega schade, aber das zeigt ja nun mal wieder, dass ich ihm nicht so wichtig bin wie der andere Freund, mit dem ich Streit hatte und ja, dass man sich so sehr täuschen kann in Freunden. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist bei dieser Story, egal mit wie gut ihr euch mit jemandem versteht, egal wie gut es mit jemandem läuft, egal wie oft ihr Kontakt habt, macht euch wirklich nicht zu sehr Hoffnungen, ja. Dieses Beispiel kann man jetzt für die Liebe nehmen, wenn man in jemanden verliebt ist, wenn man Hoffnungen hat oder auch in meiner normalen Freundschaftsbasis. Macht euch wirklich nie zu viel Hoffnungen. Denkt nie, eine Freundschaft hält für immer. Man hat so oft diesen Satz früher gehört, ja, wir wollen später mal zusammen eine WG ziehen, ja, wir bleiben best friends forever und so. Und jetzt ist einfach davon nichts mehr da. Und ja, man kann wirklich so sehr in ein so krasses Loch fallen, wenn man sich zu sehr Hoffnungen macht, wenn man der Person zu wichtig ist, beziehungsweise wenn die Person einem zu wichtig ist, beziehungsweise und ja, macht wirklich nicht die gleichen Fehler wie ich. Ich habe mich so sehr an meine Freunde gehangen. Ich habe mich täglich bei ihnen gemeldet und habe dann mal so gemerkt, wo ich mich nicht mehr gemeldet habe, dass sich keine Sau mehr für mich interessiert. Und wenn ich mich nicht melde, hätten wir schon seit 300 Jahren keinen Kontakt mehr gefühlt. Und das ist einfach mega traurig. Das zeigt aber, dass ihr viel mehr übrig habt für eure Freunde als andersrum. Und wenn das der Fall ist, wenn ihr merkt, sie schreiben euch nicht selber an, dann lasst es ganz sein, weil das hat keinen Sinn. Wenn sie nicht mal in 24 Stunden an einem Tag mal kurz Zeit hat, diese zwei Buchstaben zu schreiben, hi, wenigstens, dann hat es keinen Sinn, dann haben sie kein Interesse an euch. Und egal, was sie als Begründung schreiben, warum sie nicht geschrieben haben, das ist einfach bloß eine Ausrede, weil für diese zwei Buchstaben hat man immer Zeit, egal für was und wann. Genau, und ja, es ist halt so, dass meine Freunde sich irgendwann von mir abgekanzelt haben, obwohl eigentlich nichts vorgefallen ist, was zwischen uns war. Bedeutet, sie haben, denke ich mal, von irgendeiner Story von mir gehört, ihnen wurde was Schlechtes erzählt von mir und sie haben sich abgekanzelt. Deswegen, ja, finde ich das einfach unglaublich traurig. Ich habe auch jetzt mit mindestens 10 Leuten keinen Kontakt mehr, mit denen ich mega gut war. Auf einmal haben sie sich nicht mehr gemeldet von den einen auf den anderen Tag. Und obwohl eigentlich nichts vorgefallen ist, wie gesagt, ich finde das mega traurig. Und ja, im Prinzip gibt es da nichts weiteres zu sagen. Das war mir einfach bloß wichtig an der Stelle. Also wie gesagt, ihr könnt Freunde haben, ihr könnt auch Freunde länger fürs Leben haben, auch fürs ganze Leben, aber so ist es heute einfach mega selten geworden. Es gibt viele Fake Friends heutzutage. Es gibt auch viele, von denen man das am Anfang nicht denkt, aber die zeigen irgendwann ihr wahres Ich. Es gibt Freunde, die haben Gruppenzwang, das heißt, wenn die irgendwas Schlechtes von denen und denen hören, kanzeln die sich auch von denen ab, obwohl er selber davor mit euch gar kein Problem hatte, was auch absoluter Quatsch ist, aber das gibt's halt auch. Ja, im Prinzip, Leute, gibt es nichts weiteres zu sagen. Ich will einfach bloß, dass ihr vorsichtig seid, mit dem ihr auch schreibt, mit wem ihr euch trefft. Das ist alles so eine Sache. Da kann immer was anderes hinterstecken, als was ihr denkt. Gerade letztens den Fall gehabt, ich schreibe mit einer Freundin seit 4 Wochen oder so durchgängig. Wir wollten uns mal treffen. Wir haben
jeden Tag telefoniert, wir haben jeden Tag geschrieben und von einem auf den anderen Tag schreibt sie mir nicht mehr. Ich habe bloß mich gewundert, warum bloß noch zwei Haken sind, also gelesen hat sie es und dann am nächsten Tag habe ich ihr wieder geschrieben, da waren die Häkchen bloß grau, zwei. Dann am nächsten Tag habe ich ihr wieder geschrieben, da waren die Häkchen wieder blau und sie hat mir einfach nicht mehr zurückgeantwortet und solche Geschichten habe ich in meinem Freundeskreis. Wenn davor einfach alles gut ist und dann auf einmal kriege ich keine Antworten mehr von meinen Freunden, als hätte ich irgendwas falsch gemacht über Nacht, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist wirklich nicht nur einmal so gewesen, das ist häufiger so gewesen, wo mir auch wirklich die Worte fehlen. Ja, andererseits melden sich dann irgendwann Freunde bei mir und sagen, sie wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, warum auch immer, obwohl da auch nichts vorgefallen ist. Also ich glaube, es hat keiner einen komischeren Freundeskreis als ich. Was ich in den letzten 5 Jahren erlebt habe, freundschaftsmäßig, das ist, denke ich mal, nicht zu überbieten. Falls ihr das noch ein bisschen genauer erläutert haben wollt, also die Geschichten, dann kann ich euch das gerne auch erzählen. Ansonsten, ja, mir war für dieses Video einfach bloß diese Message wichtig, dass ihr aufpasst, mit denen ihr schreibt, dass ihr euch nicht zu viel Hoffnungen macht. Und dass ihr, vor allem, wenn ihr euch zu viel Hoffnungen macht, dann nicht enttäuscht werdet. Das ist wirklich das Schlimmste. Und auf jeden Fall, wenn ich euch damit helfen konnte, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren für mehr Real Talks und mehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich bin raus und ciao.